Ja, hallo. Henning Tippe, du bist der Trainer von der U17. Stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Henning. Ich bin 28 Jahre alt, war letzte Saison noch als Co-Trainer in der U17 zuständig und vorher in Gievenbeck und jetzt als Mit-Cheftrainer mit Martin Holtkamp zusammen. Ja, welche Ziele habt ihr für die Saison? Die Endplatzierung sollte sicherlich erstmal überm Strich liegen. Also das ist so nach wie vor die Vorgabe, den Klassenerhalt zu schaffen. Das haben wir letztes Jahr relativ früh hinbekommen und das wäre dann so ein Zusatz, dass wir uns relativ frühzeitig sichern wollen. Ja, wie läuft so insgesamt die Zusammenarbeit im Verein mit den anderen Jugendmannschaften, mit den Leuten vielleicht aus dem Vorstand, der ersten Mannschaft? Erzähl mal. Ja, also zur ersten Mannschaft haben wir weniger Kontakt. Das ist dann eher sicherlich die U19, die dann dahin auch mehr Kontakt hat. Jetzt ist ja auch erfreulich, dass im letzten Saison oder zu dieser Saison jetzt auch mehrere diesen Sprung geschafft haben. Ansonsten so untereinander zu U15, U16, U19 dann insbesondere ist der Kontakt sehr, sehr gut. Weil wir halt auch hier alle zusammen auf dem Kunstrasen trainieren, dann trifft man sich häufiger. Letzte Saison habt ihr überhaupt in den letzten Jahren immer in Körde gespielt. Wird das weiterhin so sein? Genau, mit der U17 bleiben wir in Körde, solange der Platz bespielbar ist. Das war in der letzten Saison am Ende eher grenzwertig, muss ich sagen. Jetzt ist aber offiziell weiterhin in Körde der Spielplatz und alternativ weichen wir hier auf dem Kunstrasen aus. Wie sieht der Platz denn jetzt aus? Ich habe noch nicht wieder gesehen. Ich habe mich auch noch nicht wieder getraut hinzugucken. wir werden den uns nächsten Freitag mal angucken, werden da auch dann trainieren vor unserem ersten Meisterschaftsspiel. Ich bin da ganz optimistisch, dass der wieder im guten Zustand ist. Ja, pro erstes Meisterschaftsspiel, wann geht's los? Jetzt am Wochenende? Genau, jetzt fahren wir erstmal nach Köln am Sonntag, haben ein ganz ordentliches Auftaktprogramm mit Köln, dann Dortmund und Schalke. Das sind auch die drei Mannschaften, die letztes Jahr die ersten drei Plätze belegt haben. Und da freuen wir uns drauf und schauen mal, ob wir da den einen oder anderen Punkt holen können. Ja, jetzt mal ein kleines Plädoyer, weswegen sollen alle Preußen-Fans mal zur U17 kommen? Ja, weil das sicherlich oder hoffentlich die Jungs sind, die in Zukunft dann hier im großen Stadion auch spielen dürfen. Wenn das weiter mit der Philosophie weitergeht, dann werden ja auch der ein oder andere noch die Chance bekommen, da oben mitzuspielen. Und ich glaube, wir haben eine gute Truppe zusammen, die 80 Minuten lang Vollgas geben möchte und das sollen sich mal gerne anschauen. Du hast gerade schon gesagt, erstes Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Wann ist Anstoß? Erstes Heimspiel gegen Köln. Also gegen Köln. Entschuldigung. Erstes Auswärtsspiel gegen Köln. Erstes Heimspiel dann Sonntag in einer Woche, 11 Uhr in Körde. Das ist gutes Programm für alle Preußen-Fans. Erst nach Körde und dann zum Pokalspiel gegen Bremen. Genau, das ist auch unser Plan. Und dann schauen wir mal, ob wir 6 Punkte in Münster behalten können. Okay, alles klar. Herzlichen Dank. Viel Erfolg. Gerne.